Hey, yo Leute, Crimex hier und herzlich willkommen zur nun schon 13. Episode der Friday's Dun Show. Es ist wirklich extrem krass, wie sehr ihr diese Serie feiert. Hier mal einen Ausschnitt von der letzten Friday's Dun Show. 2300 Likes zu 26 Dislikes. Ihr seid wirklich so aktiv, Leute, und ihr feiert die Serie so. Und wenn ihr so aktiv seid, dann hau ich für euch natürlich auch jede Woche eine neue Episode der Friday's Dun Show raus, weil es einfach so extrem geil ist mit euch, Leute. Auf jeden Fall danke dafür, dass ihr so aktiv seid. Wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass die Serie weitergeht, dann wisst ihr auf jeden Fall, was zu tun ist, Freunde. Und jetzt noch ganz kurz, bevor ihr mit der Friday's Dun Show loslegen. Und zwar würde es mich wirklich extrem freuen, wenn ihr vielleicht mal auf meiner Facebook-Seite vorbeischaut, denn da verpasst ihr wirklich gar nichts mehr. Da poste ich immer, wenn ich Livestreams mache oder auch mal so zwischendrin Infos zu GTA, so kleinere Infos, zu denen ich vielleicht kein Video mache. Also da verpasst ihr wirklich gar nichts mehr. Heißt, vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit der Friday's Dun Show und somit auch mit Platz Nummer 5. Platz Nummer 5 wurde eingeschickt von Previous. Er macht das Ganze hier im Editor-Modus. Er fährt hier mit seinem Motorrad diese Brücke hoch, fährt mit richtig hoher Geschwindigkeit mit den Boostern an diese Kante und macht hier einfach einen richtig schönen Glide auf dieses Haus. Also man denkt wirklich, dass er schon auf dem Haus davor landet, aber er glidet einfach so verdammt lang, Leute, und landet das Teil richtig schön auf dem hinteren Haus und auf jeden Fall ein richtig schöner Einstieg in diese Friday's Dun Show und auf jeden Fall ein verdienter Platz Nummer 5. Platz Nummer 4 wurde eingeschickt von Obrox und hier gibt's endlich mal einen BMX-Stunt. Er grindet hier über 3 Geländer. Er springt zunächst auf das erste Geländer, macht ein Grind, springt ein Geländer weiter, macht wieder ein Grind und springt dann letztendlich noch auf das dritte Geländer, macht noch einen Frontside-Grind mit einer Drehung. Auf jeden Fall ein richtig schöner BMX-Stunt und deswegen auf jeden Fall ein verdienter Platz Nummer 4 in dieser Friday's Dun Show. Platz Nummer 3 wurde eingeschickt von Extreme City, leider in der übelsten Untermenschenqualität, Leute, aber gönnt euch einfach diesen Stunt, ist wirklich ziemlich cool gemacht. Er gleitet hier richtig schön lang über das Wasser und jetzt gönnt euch hier am Ende noch diesen Airgrab auf diesen Kran und wo er landet hier auf diesem Seil. Es ist richtig gut gemacht, Leute, dieser Airgrab verbunden mit dem schönen Airglide, den er hier gemacht hat, auf jeden Fall ein richtig schöner Platz Nummer 3 für diese Woche. Platz Nummer 2 wurde eingeschickt von Lukis und ich denke mal, man kann schon an dem Crew-Emblem auf dem Rücken erkennen, dass er wohl ein ziemlich guter Stunt ist und er nutzt hier wirklich diesen Berg zum Absprung und hat hier noch einige Booster gesammelt und macht hier wirklich einen übelst langen Airglide, Leute. Er fliegt so verdammt lang und landet das Teil hier richtig schön auf diesem Haus und auf jeden Fall ein richtig schöner und verdienter Platz Nummer 2. Und nun kommen wir auch schon zu Platz Nummer 1 für diese Woche und dieser wurde mal wieder eingeschickt von Networkgate und da habe ich auf jeden Fall schon einige Beschwerden in den Kommentaren gelesen, dass sich Leute aufregen, dass jedes Mal Networkgate auf Platz Nummer 1 ist, aber ganz ehrlich, Leute, was soll ich denn dagegen machen? Networkgate schickt einfach jede Woche die krassesten Stunts ein und warum sollte ich ihn dann auch nicht wieder jede Woche auf Platz Nummer 1 setzen? Ich meine, bitte Leute, gönnt euch einfach diesen Stunt, den ihr jetzt im Hintergrund seht. Er fährt hier wirklich richtig lang an und holt wirklich übelst viel Speed, Leute. Er fährt hier wirklich übelst lang und jetzt nutzt er hier einfach diese kleine Kante zum Absprung und jetzt bitte gönnt euch einfach, wie lang er hier gleitet. Er macht das nicht mal im Editor-Modus. Er gleitet einfach so lange, macht dann noch einen Double Bounce auf dieses Dach, gleitet nochmal länger und landet auf diesem Hochhaus, Leute. Ich hätte vorher nicht gedacht, dass man überhaupt auf dieses Hochhaus draufkommt. Ist auf jeden Fall ein so, so verdammt schwerer Stunt gewesen und deswegen auf jeden Fall auch wieder ein verdienter Platz Nummer 1 für diese Woche. Ja, Leute, ich komme gerade gar nicht mehr drauf klar. Es waren so richtig geile Stunts diese Woche dabei, Leute. Checkt auf jeden Fall alle Kandidaten aus. Es sind natürlich immer wieder unten in der Videobeschreibung verlinkt, Leute. Und ja, wenn ihr mir auf jeden Fall auch mal einen Stunt einsenden wollt und wenn ihr bei meiner Friday's Dun Show dabei sein wollt, dann schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung, denn dort steht alles, was ihr tun müsst, um bei meiner Friday's Dun Show mitzumachen. Ja, Leute, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass die Serie weitergeht, dann vergesst auf jeden Fall nicht, dem Video ein Like da zu lassen und dann wünsche ich euch natürlich noch einen guten Start ins Wochenende. Bis dahin, haut rein, Leute, euer Crimex.